Freunde, in den USA ist ein wilder neuer HMD rausgekommen. Spire Forge heißt das Ganze. Sieht sehr, sehr wild aus. Wir gucken uns jetzt ein Video von Matt, das ist ein amerikanischer Shisha-YouTuber, an. Der hat das Ding schon da. Der hat wohl auch schon mit den Leuten, die den rausbringen, einen Stream auf Insta gemacht. Also der Mann hat wohl alle Infos. Ich hätte gerne Infos, ihr vielleicht auch. Und deshalb gucken wir zusammen das Video. What's up, everybody? My name is Matt from Morning. Übrigens, Matt, absoluter Ehrenmann, habe ich auf der Shisha-Messe in Frankfurt kennengelernt. Okay, thanks so much for joining me on today's video, and we are going to be talking about... Wir sehen auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr wilde Pfeifenkombi. Ich habe keine Ahnung, welche Pfeife. Das ist eine geisteskrank wilde Tradiball, ein sternförmiger Kohleteller und ein brauner Lederschlauch dran. Wild. The Horde from Spire. Spire Hookah is an AO, and we are going to be talking about the Horde from... Und das ist der HMD. Von der Seite sieht er erstmal komisch aus. Und auf der anderen Seite ist er komplett offen und oben ist er aber, also den kann man nicht verstellen oben oder so, aber er wird ihn uns bestimmt nochmal genauer zeigen. Spire. Spire Hookah is an HMD, which stands for Heat Management Device. This one is intended to be used on top of foil. Wichtiger Punkt, also Matt hat direkt am Anfang gesagt, das Ding ist dafür gemacht, den nochmal auf Alufolie zu benutzen. Also es ist eigentlich, also es ist schon ein HMD, aber es ist nicht so der klassische HMD, den man einfach direkt auf den Kopf setzt. Es ist ein HMD, den man auf Alufolie setzt. Was es irgendwie für mich schon deutlich uninteressanter macht für tatsächlich benutzen, aber ich schon wissen will, ob das Ding taugt. The bottom of the Spire Forge, sehr interessanter Boden. Und warum hat er da trotzdem Tabak dran? Oder Molasse? On other HMDs, there's usually just a flat metal screen on there. Also das Wabendesign sieht auf jeden Fall sehr cool aus, aber da ist wohl auch mal ein bisschen Molasse dran gekommen. Wir sehen auch, dass er noch... Jetzt hat er ihn weggeräumt. Wir sehen auch, er hat hier unten noch einen Onmo liegen. Warum hat er den jetzt weggeräumt, ist natürlich die Frage. Okay, er hat es einmal probiert mit 3 Kohlen und das war wohl zu viel. Sagt er. Okay. Also mit 3 war es ihm zu heiß und jetzt benutzt er ihn mit 2. Ein HMD, den man dann auch noch mit Windschutz benutzen muss, das ist ja eine ganz, ganz wilde Kombination, oder? Okay, also er raucht nur mit Windschutz an, dann nimmt er den Windschutz runter, aber er braucht für die ganze Session nur 2 Kohlen. Klingt interessant. Dieses Kohlesparargument zieht halt für mich nicht. Also ich kann das nicht so richtig gut nachvollziehen. Die Diskussion mit, du benutzt 2 statt 3 Kohlen. Wenn wir uns überlegen, in einer Packung Zauberwürfelkohle kriegst du, wenn du die im Angebot kaufst, kriegst du ein Kilo für 3 Euro. Das heißt 3 Euro geteilt durch 64 Kohlestücke sind 4,6 Cent, die du dir an Kohle sparst. Dann mache ich immer nochmal eine Kohle mehr lieber mit an, die ich dann potenziell nachlegen kann, um meine Session zu verlängern, weil der Tabak, der in unserem Kopf ist, 1000-mal mehr wert ist als die 5 Cent für ein Stück Kohle. Also ob ich dann 10 Cent Kohle oder 15 Cent Kohle ausgebe, das macht den Braten am Ende nicht fett, wenn da 5 Euro an Tabak drin liegen. Ne? Also, weiß ich nicht. Also mir ist es nicht wert, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Let's grab a bowl, let's load some tobacco and let's talk okay, more Kopf about the Spire HMD. So some of the things about Spire as a company as well that I want to mention is that they create many different products and they've done this for a while. One of the first things that he was creating... Er sagt, Spire macht mehrere Produkte und er zeigt dabei so auf seine Pfeife. Ist das eine Shisha von Spire? Ich kenne die Marke noch gar nicht, also ich habe noch nie irgendwas von denen gesehen oder gehört. Was actually these mouth tips. I know 3D print. Ja, das sieht schon nach nicht so einem geilen 3D-Druck aus. Aber maybe waren es die Anfänger so, ne? Mouth tips are like all the rage, and if you throw a rock, you'll probably hit 4 or 5 of them. But he was doing this a lot longer before anybody else, and he did this awesome idea of exchangeable mouth tips. I always thought this was a great idea. Das ist schon eine witzige Idee, ja. Also wenn 3D-Druck, dann immerhin so mit interchangeable und so, das ist eigentlich ganz funny. Aber die 3D-Druckqualität sah halt trotzdem wirklich nicht gut aus. I still think that it's a good idea too, honestly. But yeah, he's done a lot of different kinds and stuff, like
This is one that I think I got at HEW. Der sieht schon besser aus. This is a master ball, obviously. Like, so he does a lot of the different things. Naja, okay. Die kennt man ja mittlerweile von 10.000 verschiedenen Marken und so, ne? This is where it started from. And then he also created a pipe as well. This is the Wisp, which is 4 years old. All the places. Okay, also es ist die Wisp. Also Spire ist die Marke, Wisp heißt die Shisha und ja, die ist dementsprechend wohl auch von denen. But you normally go for smoking hookah and buying accessories, tobacco and hookahs, all that stuff, you can find this sitting right next door. Was ist das für ein HMD, Digga? Das sieht so wild aus, oder? Ganz, ganz strange. Ich bin wirklich gespannt, wie das funktioniert mit dem Ding. Ich hoffe, ich kriege irgendwann mal meine Hände an so einem Teil und kann ihn auch einfach mal selbst ausprobieren. I think it's something that should have your interest in. I want to give you a couple. Interessant finde ich es auf jeden Fall. Ich glaube nur nicht, dass es für mich gut funktioniert. So I'm about to go and get the charcoal. And when I do that, obviously there's nothing that has like a handle. One way that I've done it a few times is you can actually just grab it from the top part up here. Also er sagt, es gibt halt keinen Griff oder sowas. Aber ich glaube, du kannst mit den Fächern an der Seite eigentlich ganz gut trotzdem so die Kohlezange reinzwingen da. Und ich glaube, das wäre mir lieber, als den von oben zu nehmen. Das fände ich, das fühlt sich illegal an. You just grab it like this. Rote Karte. It creates a pretty, I feel secure in this lock. Oh. Then you use another set of tongs to place the charcoal inside it. Or you can set this down. So just so you can see. Lieber einfach die Kohle mit einem Kohlekorb holen und man hat keine Probleme. Okay, jetzt sind wir zum ersten Mal. Zwei 26er Kohlen da drin. Ja, also eine dritte kriegt man auf jeden Fall auch nicht mit rein, oder? Maybe halt so vorne dran, aber wie viel geht da von der Hitze flöten, ist die Frage. Inside of this, that's what they look like. Obviously they are larger charcoal, being 26s, but there's still a little bit of a gap in there, obviously. Und ja, die Amis denken, dass 26er Kohle groß ist. Bei den Amis findest du auch so 20er, 22er, 23er Kohle. Und ich glaube, die größte Kohle, die Hooker John jetzt hat, die auch irgendwie, ich weiß es nicht genau, wie sie heißt, Gigantic, Titanium, Schieß mich tot oder so, die sind auch 26er. Deutschland so, hold my 29er Kohle, Digga. Aber ich bin eh großer Fan von 26er. Ich finde, 26 ist die perfekte Größe für Kohle. Gerade wenn man eine Turbine oder einen Ethnatherm anhat, das geht fix, die sind an, die passen in mein Onmo. Für mich persönlich 26er perfekt. Obviously 26 is as large. Not a lot of people make anything larger than 26. We're gonna go. Not in America. Go ahead and set this right on top. Ach schade, ich hätte gerne noch seinen Kopfbau gesehen. Das hätte mich auch interessiert. Es sieht wie ein relativ flacher Funnel aus und der hat da jetzt noch Alufolie drüber und jetzt kommt der Spire oben drauf. Ich finde, das Ding sieht schon irgendwie cool und interessant aus. Also allein mit Alufolie ist für mich schon raus, aber ich finde, es sieht todesinteressant aus. So there you go. It's sitting right on top of it. Oder? Hat doch was. I'm gonna let it warm up for a little while and then we'll check in with it. Alright, so I just took the wind cover off. It took 5 minutes. It took 3 minutes, like nothing at all to warm. Okay, also 3 bis 5 Minuten hat er jetzt angeraucht mit dem Windschutz drum. Jetzt sagt er, ist an. Gucken wir uns mal an, was die Rauchwolken sagen. This bowl up at all. I'm getting great clouds already. And this is two coals. And I know a lot of people smoke with two coals. That's kind of like their normal smoking habits and stuff like that. I've been smoking with three on my Provost for years. Like that's just how I've gone about smoking. Okay, also normal raucht er einen Apple on top mit 3 Kohlen, sagt er gerade. Und bei dem raucht er trotzdem nur mit 2. And to be able to knock that down from three to two has just been kind of something unique and different with this HMD that I'm just not used to, honestly. It's just kind of cool in that regard that I'm still getting the same output of 3 charcoal okay. With the Spire. Also, with the er sagt, er kriegt dieselben Ergebnisse mit 2 Kohlen, wenn er den Spire benutzt, statt mit anderen HMDs mit 3 Kohlen. Forge as I would with 3. So I really like this is the Forge. Ja, also Wolken geht, glaube ich, noch ein bisschen mehr. This is something that I think does deserve a look at if you're interested in, I guess I would say maybe 2 or 3 different categories, right? Like one category, if you're interested in getting something that you still want to use with foil, if you enjoy using foil, if you enjoy using the Provost, this is something that I think is worth looking into and getting. Da hat er einen guten Punkt. Also er redet gerade drüber, dass er sagt, für Leute, die gerne den Provost benutzen, könnte das sehr interessant sein. Und da bin ich, glaube ich, tatsächlich bei ihm. Für Leute, die normal mit dem Provost rauchen, also die eh schon eine Alufolie mit einem Aufsatz benutzen, könnte das natürlich interessant sein, mal einen anderen Aufsatz mit Alufolie zu benutzen. Aber ich bleibe dabei, ich sehe irgendwie keinen, und wir hatten ja vor kurzem noch den Sarkis HMD, der ja dasselbe Prinzip macht, aber ein bisschen anders. Ich sehe irgendwie keinen Mensch, der sich an HMD-Rauchen ohne Alufolie gewöhnt hat, dann auf einmal wieder mit Alufolie rauchen und trotzdem noch ein HMD draufsetzen.
Also für mich ist das voll der Schritt nach hinten. Für mich persönlich. Wenn Leute gerne was anderes geraucht haben und sowieso an diese Alufolien und HMD-Kombi gewöhnt sind, kann es natürlich komplett anders sein. Aber ich persönlich würde nur diesen Schritt machen, wenn das Ergebnis wirklich geisteskrank viel besser ist. Also es müsste schon ein deutliches Upgrade sein, nochmal Alufolie und HMD zu benutzen, statt nur HMD zu benutzen, dass ich da auch noch switchen will. Weil warum sollte ich es sonst machen? Trying because I think you may really like it. It seems like a little bit of an evolution, if you will, of like the Provos as using something on top of foil. And that's what I really like about it. Also, if you're somebody that's interested in dipping your toes into HMDs, you haven't done it quite yet. You've been staring at that Cloud Lotus for a long time. You're not really sure if you're ready for it. This is a really good... Ja, weiß ich nicht. Also er sagt jetzt, es wäre gut für Einsteiger, die sich überlegen, einen HMD zu holen. Ich würde trotzdem sagen, dann entweder du ziehst halt durch und holst dir einen richtigen, in Anführungszeichen, HMD, ist meine Meinung. Beginner tool set for that, because it allows you to start learning how to use a device to manage your heat in a way that is different than just using foil. And you still get the benefit of using foil as well, so you're still kind of in that same realm of... Aber was ist denn der... Also er redet davon, dass Alufolie rauchen einen Benefit hat. Was soll denn der Benefit von Alufolie sein? Was ist an Alufolie besser als an HMDs? Ich persönlich sehe keinen Vorteil. Die Frage ist, seht ihr einen Vorteil? Und wenn ja, wie sieht der für euch aus? Weil dann schreibt es mir sehr gerne mal in die Kommentare. Weil meiner Meinung nach macht ein HMD das Rauchen besser. Also ich finde Geschmack, Rauchentwicklung finde ich mit einem HMD einfach geiler. Vor allem Geschmack. Ich finde, Alufolie kriegt stellenweise die Hitze zu direkt ab. Und dadurch hast du Parts vom Tabak, die nicht so viel Hitze abkriegen und Parts vom Tabak, die zu viel Hitze abkriegen. Und overall versuchst du das Ganze so ein bisschen in der Mitte zu halten. Weiß ich nicht. Ich finde, es schmeckt mit einem HMD einfach geiler. Und der andere Punkt, ich finde ein HMD einfach einfacher zu benutzen. Ich muss keine Alufolie drüber spannen, also vorspannen, dann lochen, dann nachspannen, dann zerreißt du die Scheiße am Ende, dann kannst du das Ganze nochmal von vorne machen. Mit der Übung zerreißt du natürlich weniger oft die Alufolie, aber es kann dir immer mal passieren, dass dir eine Alufolie reißt. Und selbst wenn sie nicht reißt, ist es immer noch mehr Arbeit, als Kopfbauen, HMD draufsetzen und fertig. Zugegeben, die Alufolie kannst du danach wegschmeißen, was nachhaltigkeitsmäßig immer noch eine schlechtere Entscheidung ist als ein HMD. Und ein HMD musst du maybe über Nacht einweichen und dann kurz mit einer Bürste drüber gehen. Aber dann kannst du denselben HMD halt tausende Male benutzen, ohne was wegzuschmeißen. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was eure Meinung ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Also es müsste schon wirklich eine absolute Revolution an Geschmack und Rauch sein, dass man mich nochmal von einem HMD wegkriegt. Comfortability that you're able to use it as well. This gets hot. You can see it right now. I have two coals in there. Okay, also er sagt auf jeden Fall, selbst mit zwei Kohlen wird das Ding richtig heiß. Die Hintergrundmusik macht einen dezent müde. Das ist auf jeden Fall maximal entspannend, die Background Music. Smoking fantastic. People have talked. Ich bleib dabei, Rauchentwicklung sieht nicht so krass aus. Talked about getting the coals out of it to be able to ash them or to change them. Das ist natürlich auch interessant, wie gut kommt man an die Kohle. So you can just see it. Yeah, so okay. I mean, you can just pop it out and then you can put it back in. Greifst halt einfach von der Seite statt von oben. So, ja, sah jetzt nicht großartig schwierig aus, würde ich sagen. That's what I do if I need. Auch wenn Matt sehr oft die Hand davor hat. Instead of rotating the coals or like flipping them around, normally I don't do a lot of maintenance with my coals. The coals that I like are coals that I don't need to worry about. I don't want to have to think about charcoal when I'm using. Bin ich bei ihm. Die beste Kohle ist die, um die du dich nicht sorgen musst. HMD more than I will the actual charcoal themselves. That's just how I go about smoking. That's one of my preferences, how I like to do it. This is the Spire HMD. I think it's definitely worth taking a look at and checking out if it's something you're interested in getting. Safe. Also ich würde es auch sehr, sehr gerne testen. Ich finde es interessant. Es ist mal wieder was Neues. Und das macht mich halt immer direkt neugierig. Aber ich glaube, dass mein Fazit danach wahrscheinlich sein wird, da bleibe ich lieber bei einem richtigen HMD. Matt, thank you for the video. Take care. Hope to see you soon. Und Inspire würde ich gerne selbst testen. Aber ich glaube, wahrscheinlich wäre mein Fazit ähnlich wie bei dem Sarkis.